Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir schauen uns heute den neuen Track von Luciano an. Trippin heißt er. Und ich bin gespannt, ey. Ich bin wirklich gespannt. Die letzten Sachen haben mir sehr, sehr gut gefallen. Überraschenderweise so ein ganz anderer Style, mal eine andere Richtung so ein bisschen, die aber sehr, sehr gut ist. Und da ist er vielen voraus gerade, was den Sound angeht. Gerade im deutschen Raum ist er vielen voraus. So wie Ufo gerade auch. Den Film, den Ufo fährt, die checken viele Leute nicht, habe ich das Gefühl. Oder was heißt, die checken nicht? Ich will jetzt niemanden disrespekten. So. Aber die machen gerade Musik, die gefühlt erst so in 1, 2, 3 Jahren so die Hoch-Hype-Zeit bekommen wird. So fühle ich es zumindest gerade, ja. Die ist sehr langlebig jetzt, die Mucke, die sie machen. Da haben sie halt einfach was jemanden den anderen Leuten voraus so gefühlt. Deswegen bin ich sehr gespannt jetzt hier. Trippin, Freunde. Produziert das Ganze bei Johnny Good. Und Luciano hat selbst Hand angelegt. Auf No Homo-Basis an dieser Stelle. Hat das bei den letzten Tracks auch schon gemacht? Ich weiß es nicht, Mann, aber das ist krass. Video wieder bei Black Dolphins, Leute. Wir hören rein, ich bin sehr gespannt. Ey, es sind echt krasse Sachen rausgekommen jetzt über die Nacht. Ich bin wirklich gespannt, Freunde. Let's go. Ey, ich freue mich einfach jetzt schon auf das erste Flex. Oh, krass Einstieg. Broke back in the days, doch heute too rich. Freestars, Hotel, Hennessy, mein Drink, doch immer noch schlimm. Bin immer noch Block, denn ich brauch kein Pilz, nur Diamantpilz. Loco, G, Ice of Frost. Das Feeling einfach schon, das Feeling, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber mein Nippel ist ein bisschen hart geworden, Freunde. Kann man es sehen? Man kann es ein bisschen sehen, glaube ich. Kein Pilz, nur Diamantpilz. Loco, G, Ice of Frost. Frontal Bobo, Aufprall Bumpa, mein Flow Winchester. No Face, No Case, Hausstadt, mein Place, Connect, Manchester. Full Stacks, doch immer noch Bad Boy, bleib komplett. Das ist wieder dieser andere Beat, Alter, das ist wieder dieser andere Beat. Holy fuck. Manchester. Full Stacks, doch immer noch Bad Boy, bleib komplett. Du nicht auf Fan, du nicht auf Freund, hab schon viele gesehen. Worte nicht echt, Lügen für Geld, guck, sie kommen und gehen. Schöner Flow, so viele Stimmen in meinem Kopf, suche Realität. Ey, All White steht ihm sehr gut. Hör, wie sie reden, kann sie nicht sehen. I hear these voices in my head. I'm trippin'. I'm trying not to listen. I'm distant. I hear these voices in my head. I'm trippin'. I'm trying not to listen. I'm distant. Das ist das, was ich meinte, Mann. Ich hab halt for real krass Gänsehaut bekommen. Das ist, och, Bruder, das ist... Ich weiß nicht, was es für ein Feeling ist, aber es ist einfach diese wunderschöne Kombination, so, die man so noch nicht gehört hat, oder ich zumindest noch nicht, ja, gerade im deutschen Raum. Es ist einfach was Schönes, Frisches und er schafft es einfach, Atmosphäre reinzubringen, so. Boah, das war so schön, Mann. Er sich bewegt auch, Junge. Und ehrlich, ihr fühlt es auch. Tanzt mit mir. Krass, Mann. Krass. Krasser Sound. RP Pop, New Ray, Phone Top, Drill Game, Blue Boss. Broke, back in the days, so heute komplett. Schöne Pop-Smoke-Anspielung noch hier. Es ist einfach einzigartig jetzt mal, oder? Es ist ein einzigartiger Style, Mann. Gibt es irgendwelche Amis, die auf ihn reacten? Das würde mich mal interessieren, was die dazu sagen. Oder allgemein einfach nicht deutschsprachige. Weil das ist ein Sound, der funktioniert nicht nur in Deutschland, Mann. Vom Top 10 guck ich lebe mein Traum. Viel zu viel Stress, hunderte Stacks und ich kann kein Traum. Kodak, Demon, in meinem Kopf. Oh, ey, ich habe in meinem Leben noch nie so eine guten Adlibs gehört, Mann. Leute, habt ihr das bei Late Night Berlin gesehen? Kinderlieder mit Luciano? Wenn nicht, schaut es euch an. Sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert. Ich kann kein Traum, Kodaksch, Dämon, grrr, in meinem Kopf. Oh. Klingel, grrr, es sind Kopf. Du nicht auf Fan, du nicht auf Freund, hab schon viele gesehen. Holy shit. Worte nicht echt, Lügen für Geld, guck, sie kommen und gehen. So viele Stimmen in meinem Kopf. Auch schönes Video, Mann, wieder. Schaut zum Black Dolphin. Realität. Oh, der Mantel, dieser andere Graf Dracula Undertaker Mantel. Hör, wie sie reden, kann sie nicht sehen. I hear these voices in my head. I'm trippin'. I'm trying not to listen. I'm distant. I hear these voices in my head.
Kombination einfach aus diesem englischen Gesang so mit den Adlibs von Luciano und diesem heftigen Beat ist einfach unglaublich schön. Und natürlich die Dance Moves. Ohne die Dance Moves wäre der Song wack, Freunde, sind wir uns einig, ja. Das ist schon strong. Das ist echt krass, Mann. Ey, das ist wirklich. Ich hab das Gefühl, wir schauen in die Zukunft rein, irgendwie gerade. Oder seid mal ganz ehrlich. Das ist irgendwie so. Ich weiß es nicht, Mann. Ich bin auch vielleicht ein bisschen in der Fanboy-Zone drin gerade. Ist mir auch vollkommen Igel, Alter. Aber ich fühle das gerade sehr, 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 sehr. Krass, Mann. Zeigt mir jemanden im deutschen Raum, der diesen Film gerade fährt. Zeigt mir jemanden, Freunde. Zeigt mir jemanden. Ihr werdet keinen finden. Heftig, Mann. Heftig. Freunde, willkommen zum kleinen großen Mini-Fazit. Ey, ich habe schon wieder fast alles gesagt, aber es ist einfach krass. Es ist einfach dieser neue Sound, dieser frische Wind, Alter. Der frische Wind, ich rieche ihn doch hier, Alter. Es ist wirklich strong gewesen. Es ist halt einfach diese Kombination aus diesen vielen verschiedenen Sachen. Und gerade wie hier wieder passend auf den Flow und auf den Beat diese Adlibs geplaced wurden. Es sind diese anderen Adlibs. Er hat einfach eine neue Funktion für Adlibs gefunden, Mann. Man hört sich den Song nur an, weil man weiß, okay, ich freue mich schon auf die Adlibs. Es ist einfach Real Talk so, ja. Leute, krasser Sound. Lasst mal eure Meinung da, was sagt ihr? Würde das auch international funktionieren? Ja, nein, vielleicht. Und, also jetzt exakt Luciano, jetzt nicht Leute, die im amerikanischen oder USA oder whatever, UK meine ich, einen anderen ähnlichen Style fahren, sondern allgemein, würde Luciano international funktionieren? Ich sage ja. Ich sage ja, würde er. Würde er. Easy. Lasst mir da auf jeden Fall eure Meinung mal zu da und ansonsten, was ihr von diesem neuen Sound jetzt von Luciano haltet. Ich fühle ihn sehr. Gut, ansonsten, Freunde, würde ich sagen, war es an dieser Stelle von mir. Habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer und.